Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Klein. Ich lade euch heute ein zu einem besonderen Iller-Talk. Es ist der Teil 2, die Begründer des Lehrsystems der inneren Form und damit in weiterer Folge auch diejenigen, die sich zusammengetan haben, um auch die Iller, den Verein für die integralen Lebensarchitekten, zu gründen. Sigrid Limberg-Strohmeier, die Kollegin, mit der ich wohl wahrscheinlich über die Jahre hinweg am meisten und auch damit aktiv am längsten zusammenarbeite. Und das zweite Interview in dieser Serie, wir haben ja angefangen mit dem Bernd Lendorfmann, findet ihr im Iller-Kanal, Teil 1. Und das ist heute das Interview Teil 2. Sigrid, freut mich, dass du Zeit dafür gefunden hast. Ja, schön. Schön, dich zu sehen, Peter. Es hat sich so bei dem ersten Gespräch so ein bisschen so der Verlauf herausgebildet, dass wir so von der Vergangenheit und der Gegenwart in die Zukunft gegangen sind. Deswegen würde ich dich gerne entführen, sozusagen in die Vergangenheit, in den Ursprung. Und ich finde das ja manchmal auch ganz interessant, weil jeder hat ja die Vergangenheit auch etwas anders abgespeichert. Es gibt ja so dieses chinesische Sprichwort, man kann seine Geschichte oder auch seine Kindheit immer wieder neu schreiben, was wir ja auch in Familienaufstellungen machen. Deswegen würde mich mal so interessieren, wie sind denn so deine Erinnerungen an dieses Lehrsystem innere Form, so an diese Ursprünge, wie irgendwann mal dieser Peter Klein bei dir im Institut aufgetaucht ist und auch der Bernd Linder Hoffmann. Wie hast du denn das so für dich wahrgenommen und wo wäre denn für dich so vielleicht auch der Startpunkt, dass wir gemeinsam an einem Lehrsystem gearbeitet haben? Also sich mal irgendwo kennenzulernen, ist ja das eine. Aber es ist ja doch eine sehr lange Geschichte daraus entstanden. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 500 Coaches ausgebildet mit unserem Lehrsystem. Das wusste man ja am Anfang so gar nicht. Jetzt habe ich lange genug eingeleitet. Wie hast du den Einstieg erlebt? Ja, erstmal vielleicht für mich persönlich ist ja die Motivation, das Balance-Institut zu gründen, die eigene Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe mit meinen eigenen Schatten. Und zwar haben die sich bei mir massiv körperlich manifestiert. Und ich habe mich damals auf die Suche gemacht nach einer Lösung und bin auf völlig neue Perspektiven gestoßen, auf völlig neue Herangehensweisen und habe so dieses Balance-Institut gegründet, um also das, was ich da gelernt habe, auf diesem Weg auch weiterzugeben. Ja, und dann irgendwann bist du aufgetaucht. Und es war ganz interessant. Damals habe ich nämlich mich neben der Kinesiologie schon angefangen mit Systemik zu befassen. Das ergibt sich wohl ganz automatisch, dass der Blick immer ein bisschen weiter wird, das Feld auch immer ein bisschen größer. Und ja, das war überraschend, aber so ist es in meinem Leben. Die Menschen tauchen bei mir auf. Und irgendwann ist dann der Bernd auch im Balance-Institut aufgetaucht mit Zen. Daraus ist dann die Zen-Meditation entstanden, die wir dann hier im Institut angeboten haben und mittlerweile immer noch anbieten. Und mit dir zusammen ist eine systemische Zusammenarbeit entstanden, die jetzt auch schon bald 20 Jahre lang geht. Und ja, ich muss sagen, wir haben sozusagen ein System gemeinsam entwickelt, das immer mehr Bodenhaftigkeit bekommt, aber auch immer mehr Raum, auch für spirituelle Zugänge. Und das war mir eigentlich an der inneren Form persönlich so wichtig. Das ist dieses ganz fokussiert auf das Hier und Jetzt sein, auf den Alltag, auf die Gegenwart und da zu schauen, was kann ich noch an Hindernissen, die vielleicht mit der Vergangenheit zusammenhängen oder mit Projektionen auf die Zukunft, was kann ich da lösen? Und das Leben auch so als eine Art kreativen Prozess zu verstehen. Nicht, dass man ein für alle Mal alles gelöst hat und dann sind die Probleme vorbei, sondern dass es immer wieder Herausforderungen gibt, ganz alltäglicher Art,
und dass man an diesen Herausforderungen wachsen kann. Und so meine bisherige Arbeit, auch die Arbeit, die wir jetzt so im systemischen Bereich entwickelt haben, da sind ja auch Bücher draus entstanden, dann auch mit Bernd und mit Manfred zusammen, ist das eine, so diese systemische Arbeit, wo man so an seiner Persönlichkeit wächst, ja, indem man so an den Glaubenssätzen, an den systemischen Mustern und arbeitet und sich da weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass man immer wacher wird. Also Ken Wilber unterscheidet da zwischen Aufwachsen oder Erwachsen werden, ja, und aufwachen. Ja, also immer wacher werden, immer sein Bewusstsein zu schulen, die Wahrnehmung zu vertiefen. Das ist nicht immer so ein Wahnsinnserleuchtungserlebnis, sondern ist für mich was ganz Praktisches, nämlich die Wahrnehmung zu verfeinern, zu vertiefen, sich auszutauschen, auch eine Feldwahrnehmung zu entwickeln. Und ich habe so die Erfahrung gemacht mit uns Vieren, so wir haben ja einmal eine gemeinsame Vertiefungsausbildung gemacht, dass durch die verschiedenen Perspektiven, die da in diesem Feld waren, auch eine ganz besondere Qualität entstanden ist. Eine Qualität, die ich eigentlich sonst nirgends gefunden habe. Also entweder ist der Fokus mehr auf dieses Wachsen, dieses persönliche Wachsen gelegt oder der Fokus mehr auf das Spirituelle gelegt. Aber diese Verbindung, das finde ich so was ganz Wertvolles. Und natürlich sind wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen gekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch ich eine ziemliche Herausforderung war für Männer, die jahrelang, jahrzehntelang im Business schon gearbeitet haben und ich doch auch mit sehr unkonventionellen Methoden arbeite. Und ja, aber wir hatten uns etwas zu sagen und wir hatten etwas zu teilen und daraus ist was Wunderbares entstanden. Ich kram jetzt auch mal bei mir so im Gedächtnis, ist es Interessantes passiert, was ähnliches wie bei dem Gespräch, was ich mit dem Band hatte, dass während du redest, fallen mir so Situationen ein oder auch Bilder ein. Also es geht schon damit los. Für mich waren das ja wirklich Zufälligkeiten. Ja. Jetzt kann man ja über den Zufall sich Gedanken machen. Also ich glaube, es waren wirklich innerhalb von wenigen Wochen, waren das drei Bekannte aus meinem Freundeskreis, die alle zu mir gesagt haben, nur wenn du mit Aufstellungsarbeit in Nürnberg nach Kooperationen suchst, unterhalte dich doch mal mit der Sigrid Limberg-Strohmeier. Das könnte eine interessante Ergänzung sein. Finde ich insofern ganz interessant, weil wir ja doch immer wieder festgestellt haben in der Zusammenarbeit, also dieses Feedback haben wir von Seminarteilnehmern sehr oft bekommen, dass wir sehr unterschiedlich teilweise sind, wie wir unterrichten und auch von unseren Schwerpunkten. Und trotzdem muss es da irgendwas gegeben haben, wo Menschen so eine Intuition, so ein Gefühl hatten oder die uns da zusammengeführt haben. Und ich kann auch alle mich an alle drei Personen noch erinnern. Ich kann das heute noch zuordnen, habe auch mit allen noch Kontakt, hatte mich dann zwischenzeitlich auch bedankt, ja, dass das einfach ein guter Impuls war. Und den Bernd habe ich eigentlich parallel auch durch so eine Zufälligkeit kennengelernt. Und ja, man landet natürlich in unserem Berufsfeld als Trainer, wenn man unterwegs ist, immer wieder Menschen kennen. Ja? Mit manchen tauscht man Visitenkarten, zu manchen sagt man, wir rufen uns an, wir setzen uns zusammen. Manche sieht man nie mehr. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, was da passiert ist. Das ist mal so eine Sache, die mir eingefallen ist. Das Ja. Zweite nochmal so zum Ursprung, zur Historie. Wir haben uns ja dann eine Zeit lang ausgetauscht und dann wollten wir mal beginnen mit Aufstellungsarbeit und Kinesiologie. Das ist uns vielleicht heute schon wieder so selbstverständlich, dass wir da gar nicht mehr so drüber reden. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass du damals eigentlich in der Region, vielleicht auch immer noch, das weiß ich gar nicht, also das größte Lehrinstitut für Kinesiologie für eine bestimmte Richtung hattest.
Und es gab damals keine Kombination von Aufstellungsarbeit und Kinesiologie. Also ich glaube immer noch, wir sind die Ersten, die in unseren Büchern Lehrtexte dazu gemacht haben, wie man Aufstellungsarbeit und Kinesiologie miteinander verbinden kann, die in Buchform veröffentlicht worden sind. Und das Dritte so von meiner Erinnerung, noch so mal als Vorlage, wie du das erinnerst, dass damals halt viel mehr Frauen einfach im Feld waren. Also ich erinnere mich an die ersten Aufstellungsabende bei dir im Institut, wo ich teilweise der einzige Mann war. Also wo lauter weibliche Teilnehmerinnen, du, ich der einzige Mann. Es kommen auch heute immer noch mehr Frauen zu den Familienaufstellungen als Männer. Bei den Ausbildungen schaut es etwas anders aus. Da ist das Verhältnis ausgewogener. Aber ich denke auch, diese Begegnung des Weiblichen und des Männlichen, was du ja auch schon angedeutet hast, Band, Manfred, Peter, drei Männer, Sigrid, eine Frau, das ist schon auch etwas, was uns da vom Ursprung auch so von den Sichtweisen und von den Diskussionen, die wir auch geführt haben, ja auch immer wieder begleitet hat. Ja, du hast ja die Sachen schon angesprochen. Es gibt für mich da eigentlich keine Zufälle. Ich habe eher so, zumindest stellt sich das in meinem Leben so dar, dass immer wieder, wie ich so eingangs schon sagte, Menschen auf mich zukommen und es ist dann an mir zu entscheiden, war daraus was oder nicht. Und was auch für mich interessant ist, so im Nachhinein, ist die gute Zusammenarbeit mit Männern, auch wenn sie aus ganz anderen Kontexten kommen. Ich glaube, das hat so meine weibliche Sicht der Dinge doch in vielen Punkten nochmal ergänzt und auch verändert. Und umgekehrt ganz sicher auch. Und es ist natürlich auch immer irritierend. Also wenn ich mich noch daran erinnere, wie wir mal so ein Vertiefungsseminar hatten und da ging es um Emotionen, und dann schreckt schon der eine oder andere auch mal zurück, wenn es um den Ausdruck derselben geht. Aber so ist es eben. Und das ist eine Ergänzung, die uns inspiriert und beflügelt hat. Und was für mich zum Beispiel auch wichtig war, so du hast ja so diese Handlerenergie sehr stark, also sehr stark fokussiert, auch auf Termine und so. Und ich erinnere mich noch gut an unser Buch über die integralen Aufstellungen, Methoden der inneren Form. Wo wir alle da so ganz begeistert geschrieben haben und philosophiert haben und entwickelt haben. Und da hat es auch deine Energie gebraucht, einfach zu sagen, so Leute, jetzt da und da ist Termin und bis dahin habt ihr eure Texte abgegeben. Ne? Also da haben wir uns oft sehr gut ergänzt, finde ich, in so ganz praktischen Dingen. Und ich habe das sehr genossen. Und manchmal gibt es natürlich auch Konflikte. Auch da, das passt, man passt nicht immer die ganze Zeit zusammen oder entwickelt sich mal in die eine oder mal in die andere Richtung. Aber es ist uns immer gelungen, so uns auf das Wesentliche zu beziehen. Und da anzuknüpfen und was Konstruktives draus zu machen. Also mich hat die innere Form so sehr fasziniert, weil ich sehr klar, weil sie mir geholfen hat, sehr klar zu verstehen, also so die Dialoge mit Bernd und mit Manfred zu unterscheiden zwischen Konzept und Prozess. Da ist mir oft noch klarer geworden, was wir eigentlich machen und wie wir die Dinge miteinander wieder vernetzen können. Und das ist auch etwas, was mich immer interessiert hat, wenn ich so im Nachhinein mal meinen roten Faden anschaue, diese
Menschen in Prozesse zu führen, es auf eine sehr sanfte und achtsame Art zu machen und dann aber auch in die Handlung. Und auch dann in ein klareres und deutlicheres Verstehen der Welt, weil das ist auch mein Fokus. Ich bin selber durch viele Wendepunkte gegangen, eine Art Wendepunkt-Spezialistin geworden auf die Art und Weise, wo eigentlich nichts mehr gestimmt hat, so wie es vorher war. Und dann steht oft erstmal so ein innerer Prozess an, weil die alten Konzepte taugen nicht mehr. Aber du kannst die dann verändern, indem du immer wieder in so einen inneren Prozess gehst, dir Fragen stellst, sie reflektierst, Impulse aus dem Inneren bearbeitest. Und dann gewinnst du so Stück für Stück Klarheit. Das ist so, wie wenn der Weg so im Nebel ist und immer mehr zieht sich der Nebel so ein bisschen zurück und du machst den nächsten Schritt. Ja? Und so habe ich das in meinem Leben erlebt und da beziehe ich auch viel Inspiration aus der Zusammenarbeit. Und ich glaube, auch wir haben durch unser systemisches Arbeiten Bernd und Manfred sehr inspiriert, weil das ja auch so ein ganz praktisches Werkzeug ist, viele Themen sich nochmal von ihrer Dynamik, von ihren Zusammenwirkungen her anzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und was mich auch mit euch dreien so sehr verbindet und was für mich auch so wichtig ist, ist, dass ich der Meinung bin, das Bewusstsein muss sich wandeln, sonst geht der Wandel in keine gute Richtung. Und wir können das beeinflussen, wir können das gestalten und dazu, das geht aber nicht allein. Das geht nicht allein, man braucht man Menschen, mit denen man sich reiben kann, mit denen man sich austauschen kann und mit denen man auch Zukunft spinnen kann. Lass uns, bevor wir in die Zukunft gehen, da waren schon wieder zwei, drei Sachen dabei, wo es, glaube ich, lohnt, noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen für diejenigen, die uns ja jetzt nicht 20 Jahre permanent verfolgt haben. Du hast ja gerade einen wichtigen Meilenstein auch noch mal angesprochen, das war unser erstes Buch, was wir gemeinsam herausgebracht haben, die integralen Aufstellungen. Und ich hatte ja damals einen großen Denkfehler. Ich dachte ja, wenn vier Leute zusammen ein Buch schreiben, dann ist das geteilte Arbeit. Jeder schreibt ein paar Seiten und das geht ja viel schneller, als wenn man alleine ein Buch schreibt. Im Nachhinein würde ich sagen, ein gemeinsames Buch bedeutet geteiltes Leid, ist auch nicht halbes Leid, sondern also ich habe einfach diese Abstimmungsprozesse total unterschätzt. Ja. Und man muss jetzt vielleicht nochmal dazu sagen, zu welchem Zeitpunkt haben wir das geschrieben. Da hatten wir ja schon die ersten Ausbildungsgruppen und wir waren ja doch diejenigen, die bestimmte Komponenten als erstes verbunden hatten. Also wir haben Zen-Meditation und Aufstellungsarbeit. Wir haben den integralen Ansatz reingeholt mit der Aufstellungsarbeit. Wir haben die Kinesiologie und die Aufstellungsarbeit verbunden. Das waren alles Neuheiten, die ganzen Modelle der inneren Form. Und ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das nicht veröffentlichen als die Ersten, dann kupfern uns die Leute irgendwie unsere Sachen ab und irgendwann finden wir dann in irgendwelchen Büchern unsere Modelle oder unsere Ansätze und sagen, das schaut aber sehr, sehr ähnlich aus wie Dinge, die wir mal entwickelt haben. Ich erinnere mich dran, das ist in Nürnberg mal mit einer Ausbildungsbroschüre passiert. Also uns ist mal eine Ausbildungsbroschüre in die Hand gefallen, wo also wirklich ersichtlich war, die ist zu 80% von unserer Arbeit abgeschrieben worden, also auch noch sehr, sehr schlampig abgeschrieben worden. Da hat sich jemand nicht mal unbedingt die Mühe gemacht, das irgendwie besser umzuwandeln. Und das war der eine Gedanke. Und der andere war natürlich auch, wir waren mit unserer Ausbildung, mit unserem Lehrsystem auf dem Markt. Wir haben uns gerade an, das ging gerade los, dass wir internationaler geworden sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, mehrere Standorte. Und deswegen war mir das einfach wichtig, das nicht nur als ein Buch zu schreiben, so was dann nach 20 Jahren fertig wird, wo wir dann zurückblicken auf unsere jahrzehntelange Arbeit, sondern, jetzt sagst du wieder Handlung, ich wollte das jetzt, schnell, sofort, ja. Hab dann gemerkt, so geht es auch nicht, aber es war dann so ein Ringen zwischen, schaffen wir das in 2, 3 Jahren, ein Grundlagenbuch für unsere Ausbildungen auf den Markt zu bringen,
Oder wird das so der philosophische Wurf, mit dem wir dann posthum nach unserem Ableben uns vielleicht ein Lebenswerk gesetzt haben? Ich glaube, das war so die Klammer, in der wir uns da bewegt haben. Aber meine ursprüngliche Vorstellung, ein Buch in einem halben Jahr zu schreiben, oder in einem Jahr, war also völlig illusorisch in diesem Viererteam. Also so habe ich das in Erinnerung, diese Buchschreibzeit. Und da gab es, glaube ich, wirklich schon auch ziemliche Spannungen, das muss man ganz ehrlich sagen, weil einfach der Umgang mit den Dingen so unterschiedlich war. Wir sind auch Aber es draufgekommen. gab auch viel Inspiration. Ja, Also ich natürlich, ja, erinnere mich noch natürlich. gut, wie wir die Aufstellungen reflektiert haben und wie inspirierend diese Dialoge waren, weil da Absolut. wirklich, also ich Co-Kreation erlebt habe und das war eigentlich so was Wertvolles. Und ich erlebe das auch bei unseren Teilnehmern, wenn die das Buch lesen, dass sie sagen, sie lesen es oft seitenweise. Also die lesen das nicht so in einem Zug durch, sondern sie holen sich Inspiration aus diesem Buch. Und das merkt man auch. Und das ist auch das, was mich interessiert hat. Mich hat kein Sachbuch interessiert, bloß eine neue Methode wieder, sondern mich hat ein Weg interessiert. Also ein Weg, den man auf mehreren Ebenen beschreibt. Und der einfach die Komplexität auch meistert und wo wir selbst Lernende sind. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste an der inneren Form. Das ist für mich so ein ständiges Wachsen im Tun auch und immer wieder auch im Reflektieren, in dem Zurückziehen, in der Stille. Und auch da haben wir ja viele, viele Berührungspunkte. Und dass jeder dann so seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen einbringt, das ist halt auch etwas, was dann wirklich erfolgreich macht. Mein anderes Thema, was du ansprichst, das war von Anfang an etwas, was in unserer Arbeit gut angekommen ist. Das war ja das kinesiologische Austesten in Verbindung mit Aufstellungsarbeit. Du hast ja mit einem anderen System angefangen und dann dein eigenes entwickelt. Den Kompass, der erscheint manchmal da so ganz, ganz dezent im Hintergrund, taucht er so auf. Also da sind verschiedene Emotionen, verschiedene Ebenen drauf. Und du hast ja dann immer ausgetestet vor den Aufstellungen, auf welcher Ebene sich die Aufstellung bewegen könnte. Und das hat für mich, ich habe das bestimmt ein halbes Jahr so beäugt und dachte mir, naja, stimmt, das ist da was dran. Aber ich habe mich da einfach empirisch überzeugen lassen, dass also diese Begriffe, die da auftauchen, oft der Klient sofort in einer emotionalen Betroffenheit war. Manchmal stellen wir ja diese Kompassbegriffe auf dazu oder reflektieren die dann nochmal. Und insofern hast du da schon durch das, was du da reingebracht hast, nochmal so eine spezielle Kombination mit kreiert, wo einfach Menschen sofort auf einer emotionalen Ebene berührt sind. Das bringt mich nochmal auf die Frage, wenn man jetzt unser Team nochmal anschaut. Ich kann das ja nur so aus der männlichen Sicht sagen. Wie ist denn das für eine Frau so in einem Entwicklungsteam? Ich sehe ja nach wie vor unsere größte Stärke eigentlich in der Entwicklung der Dinge. So in einem Entwicklungsteam mit drei Männern zu arbeiten. Du hast ja auch immer wieder Kooperationen, auch in den weiteren Jahren auch mit Frauen gehabt. Ist das schon so was anderes, wenn man mit so einem Männerteam zusammenarbeitet? Ja, Und überleg dir ja. natürlich jetzt sehr gut, was du sagst. Das wird alles aufgezeichnet. Ja, und vor allen Dingen, wenn man mit Trainern zusammenarbeitet. Okay. Die Trainer sind ja sehr stark in der Selbstdarstellung und reden auch gern viel, ne? Also, das ist halt einfach so. Aber weißt du, bei mir gibt es so zwei Dinge. Ich kann zuhören, wenn es mich interessiert. Und ich kann auch, ja, dann einfach auch mal Stopp sagen und irritieren durch etwas, was ich einbringe. Und was mir so wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Männern, was ich immer gespürt habe, ist, dass ihr mit dem Herzen dabei wart. Und auch wenn wir das vielleicht unterschiedlich wahrgenommen haben oder empfunden haben, oder auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt haben,
Aber mit dem Herzen waren alle dabei. Also die Begeisterung war etwas, was uns so verbunden hat. Und das habe ich so sehr schätzen gelernt an der Zusammenarbeit mit Männern, so diese Bege mit euch Männern, so diese Begeisterung, die aus dem Herzen kommt. Dass man dann irgendwelche Macken hat, die habe ich auch, ja. Also das finde ich ganz normal. Das ist nicht so entscheidend. Was viel entscheidender war, ist, dass wir da einer Sache gefolgt sind, die aus dem Herzen kommt. Und das hat bei mir auch so eine Begeisterung. Also da konnte ich gut an diese Begeisterung andocken und auch an dieses, das hat eröffnet bei mir so ein Entwicklungspotenzial. Ja, dann kommen dann auch Ideen und so, wie könnte man das machen und wie könnte man, was könnte man da noch ergänzen, um also gerade so diesen emotionalen Aspekt oder diesen berührt werden. Ich würde gar nicht nur emotional sagen, sondern Gefühlsaspekt, dieses tiefe berührt werden. Wie kann man das noch stärker einbinden? Und das ist immer mein Anliegen gewesen, weil ich gemerkt habe, der Körper ist wichtig. Der Körper und auch die Berührung, die innere, emotionale, gefühlsmäßige Berührung. Dann ändere ich was. Dann baue ich eine Motivation auf, dann habe ich etwas tief erfahren. Sonst bleibt es im Kognitiven hängen. Und deswegen ist so ist ja auch der Kompass entstanden, der Kompass für Entwicklung. Das heißt, wir haben uns alle so einen gewissen Schutzkokon zugelegt, aus Vermeidungsverhalten, Mustern, aus bestimmten Rollen, die wir glauben, spielen zu müssen und so weiter, um gut rüberzukommen. Und mein Anliegen ist, diesen Kokon immer mehr abzuwickeln, Stück für Stück, damit Raum entsteht für das eigentliche Selbst. Und das sind für mich Irritationen, die ich erlebt habe jetzt vielleicht durch euch, mal durch die ein oder andere Sache, immer auch die Möglichkeit, an mir selbst zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt noch mal überlegt, worin besteht so ein Unterschied? Weil ich denke, was wir beide in der Zusammenarbeit ja durchaus immer gemacht haben, wir halten ja nichts zurück. Also wenn wir auch mal in gegengesetzter Meinung sind oder Wahrnehmung sind, das kommt ja auf den Tisch, das wird ausgedrückt. Wir haben auch eine hohe Streitkultur. Also das meine ich positiv, dass lieber mal alles raus auf den Tisch und dann kommt man wieder rein ins Primärgefühl und dann ist das wie so ein reinigendes Gewitter und auf das kann man dann wieder was aufbauen. Und wir raten ja auch unseren Klienten, das zu tun. Wir wollen ja auch die Klienten in ihre primären Gefühle, auch in die schmerzhaften Gefühle, in die Trauer, in die Emotionen reinzuführen, wo man in der Vermeidung ist, das bewusst zu machen. Und ich halte das nur so für authentisch, dass man das dann so vorlebt. Ich kann mich erinnern, ein so ein Unterschied ist vielleicht so vom Ursprung, wenn du sagst, es sind ja drei Männer, die alle damals, wie wir uns kennengelernt haben, stärker aus dem Business-Kontext gekommen sind. Und im Business-Kontext sind natürlich ein bisschen andere Umgangsregeln, teilweise mit Emotionen. Und das ist, würde ich bis heute immer noch so sehen. Da ist halt eher so professionell, lass dir mal nichts anmerken, bleib bei der Sache, alles im Griff. Ja, so macht man ja auch Karriere im Konzern. Und ich glaube, dass das nochmal ein sehr großer Unterschied ist, auch sich dann öffentlich in größeren Runden einfach auch zu Emotionen zu bekennen, weil man natürlich in dieser Businesswelt schon auch immer anders konditioniert wird, was aus meiner Sicht keine Verbesserung führt. Ich glaube, im Moment ist so die Gefahr, die Leute sind jetzt im Homeoffice, treffen sich im Zoom-Meeting, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man sich mit Leuten dann einzeln unterhält, schaut es teilweise anders aus. Teilweise sagen die dann, naja, mir graut schon davor, wenn die Zeit des Homeoffices rum ist und ich muss wieder ins Büro und sehe die Kollegen wieder jeden Tag. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Job noch machen will, weil ich eigentlich einen ganz anderen Sinn suche. Also ich glaube, so dieses Offene, dieses Ehrliche, dieses alles auf dem Tisch Prinzip, da können
die Männer von den Frauen, auch von weiblichen Führungskräften, ich glaube, da können Männer tendenziell schon was lernen, oder? Also ich habe so immer sehr geschätzt, dass ich mich jetzt speziell mit dir, weil wir ja am meisten zusammengearbeitet haben, gut streiten konnte. Ja, und dass da auch mal Emotionen rausgekommen, also rauskommen durften und angesprochen werden durften. Und dass das ja auch möglich war. Das ist eigentlich ein Geschenk, weil sonst hat man immer so eine Maske und ja, und dahinter verbergen sich die Emotionen. Und so diese Spielchen, diese Sekundärgefühle und so weiter, das langweilt mich einfach furchtbar. Ja, und das war, fand ich immer ganz gut und oft spiegelt einem ja der andere dann gerade einen blinden Fleck, ne, den man selbst gerade nicht sieht. Man fühlt sich total im Recht und hat selber, was weiß ich, so gerade so einen Balken vor der Stirn. Ich denke, was wichtig ist oder was wir Frauen an Kompetenz einbringen, ist die Beziehungsfähigkeit. Ist einfach dran zu bleiben, auch wenn es einen Konflikt gibt, nach Hintergründen suchen, notfalls auch sowas mal aufzustellen und so weiter. Und einfach diese Wertschätzung immer wieder auszudrücken dafür, dass wir ein Team sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Frauen als Kompetenz einbringen können. Das ist diese kommunikative Fähigkeit. Ja, wie soll ich sagen, vorwärtsweisend, lösungsorientiert und wertschätzend miteinander im Kontakt zu sein. Also man muss natürlich auch aufpassen, es gab auch Phasen, wo ich zu sehr in die Achtsamkeit zum Beispiel gerutscht bin. Ich glaube, da hatte ich bei euch den Spitznamen Mrs. Achtsamkeit. Ist mir mal zu Ohren gekommen. Ich weiß das gar nicht. Und, ja, das ist aber in Entwicklungswegen ist das so. Ja. Dann gehst du eben mal stärker auf diesen Pol und dann gehst du wieder auf die andere Seite. Aber was wäre dann die andere Seite für dich? Kann man zu Die andere Seite sein? Wäre die Mitte. Mhm. Also du kannst zu viel Achtsamkeit haben, indem du zu sehr mit jedem Wahrnehmungsaspekt, jeden Wahrnehmungsaspekt betonst und du kannst völlig aus der Wahrnehmung gehen. Also die Abgrenzung wäre eigentlich dann. Ja, und ganz strikte Abgrenzung. Und dann so in der Mitte heißt zu sagen, okay, ich nehme das wahr, aber ich lasse es jetzt mal. Ich muss es nicht gleich ansprechen oder so. Oder ich spreche es mal an. Ganz immer genau. Nachverfolgen oder okay, ja. so kann ich. Das ist einfach bei sich zu bleiben. Das ist für mich eigentlich so dieser mittlere Weg aus dem Buddhismus. Es heißt für mich, immer bei sich zu bleiben und nicht in so einer Auslenkung zu kleben. Aber das zeigt meine eigene Entwicklung. Du kommst immer wieder in Auslenkungen rein, in Entwicklungsschritten. Das scheint irgendwie so auch der Prozess zu sein. Und dann ist es halt wichtig, das zu bemerken und wieder dich zu balancieren und in die Mitte zu gehen. Ich meine, wir haben ja auch geforscht zum Thema Bewusstseinsentwicklung. Und ich denke, wir haben uns da ja auch weiterentwickelt in diesen mittlerweile über 20 Jahren und haben uns natürlich diese eigenen Entwicklungsthemen ja irgendwo auch gespiegelt. Und was mir gerade eben nochmal so bewusst wird, ich glaube, eine hohe Qualität waren ja auch immer unsere Aufstellungsabende, wo wir ja als ein Mann und eine Frau gemeinsam vor der Gruppe sitzen. Den Klient haben wir ja dann oft in unsere Mitte genommen und manchmal arbeitest du mehr in der Aufstellung, manchmal arbeite ich mehr, manchmal arbeiten wir gemeinsam. Manchmal, wenn zu viele Frauen da sind oder zu wenig Männer, drücken wir es mal so aus, zu viele Frauen gibt es ja nicht, es gibt nur zu wenig Männer, dann bin ich ja dann auch immer so als Aufstellungsleiter in die Gastrollen, das ist mir ja bis heute geblieben, geschlüpft, wo man dann sagt, naja, theoretisch kann ja auch eine Frau den Vater vertreten oder den Großvater vertreten, aber es wäre ja auch mal interessant von der Energie, wenn das ein Mann machen würde, wo ich dann oft so gesprungen bin,
zwischen dem Aufstellungsleiter und dann mal schnell den Vater oder den Großvater. So. Aber ich glaube, was wir halt einfach damit auch vorgelebt haben, ist dieses Mann und Frau als Arbeitsteam, ja, oder als Beziehungsteam, die das ja irgendwo dann auch halten, so ein Feld mit allen Emotionen und Konflikten und Energien, die da so auftauchen. Und das in einer Zeit, in der wir leben, in der ja viele Beziehungen auch in die Brüche gehen, Partnerschaften in die Brüche gehen, alleinerziehende Eltern, Teile mit Kindern, Patchwork-Families und alles Mögliche. Und ich glaube, dass es auch schön ist, wenn es Menschen gibt, die so ein ehrliches Bemühen haben, also das auch wirklich authentisch vorzuleben. Das, Ja, ich sehe das einfach auch mit Yin und Yang, ne? Du ja. kannst Mann und Frau als Polaritäten sehen im negativen Sinne, im Dualismus, also die sich feindlich gegenüberstehen und sich dann bekämpfen. Und manchmal rutscht man ja unwillkürlich auch in so eine Position rein, in einer Partnerschaft oder so. Oder du kannst es als Yin-Yang begreifen, als ein Spannungsfeld, das da ist, das es auch attraktiv macht, die Zusammenarbeit, aber das Ganze existiert noch. Ja? Also das ist kein, du bist nicht an einem Pol, ne? Ja. Und nur der ist richtig, sondern das Ganze bleibt einfach erhalten. Und das ist ja zum Beispiel auch dann so der Punkt, wo die Erfahrungen, die man macht oder die ich jetzt mit euch gemacht habe in der inneren Form, die haben ja zum Beispiel auch Einfluss in meinen Kompass wieder gefunden. Ja, ich habe einfach inspiriert durch diese Auseinandersetzung und durch eigene Erfahrungen auch mit Zen den Kompass weiterentwickelt und habe die persönlichen Dimensionen der inneren Form da integriert. Ja, und das habe ich ja nicht gemacht, einfach bloß formal, sondern das hat sich mit der Zeit ergeben. Auch die runde Form, dass ich die gewählt habe und so, das hat ja auch was mit dem Integralen. Rund ist ja die Form oder die Kugel ist ja die Form des Integralen. Und so hat am deutlichsten habe ich es eigentlich so auch in unseren Kollektivaufstellungen wahrgenommen. Wir haben ja zu Corona 12 Kollektivaufstellungen gemacht und das ist halt einfach unser Ansatz gewesen und der hat mir auch geholfen bei vielen Fragen in Bezug auf Corona bei mir zu bleiben, nämlich uns die Dinge erstmal anzuschauen und Lernende zu sein und nicht gleich mit einer bestimmten kognitiven Position reinzugehen an die ganze Sache. Ja, und vor allem Fragen Und stellen zu dürfen, ja, also ich erinnere mich ja. noch gut an die eine Aufstellung, ich glaube, es war sogar die erste, was bedeutet Corona? Oder was steckt da eigentlich dahinter? Was ist eigentlich die Aufgabe, ja? Und da kam dann etwas raus, was mich persönlich sehr, sehr bewegt hat. Also wir waren ja da als männliche und weibliche Energie drin in der Aufstellung. Und da war uns eine marschierende Kraft gegenüber. Also die war heftig. Ja, und es hat sich gezeigt, es braucht eine neue Qualität, es braucht eine weibliche Energie, die sowohl mit dem Boden verbunden ist, mit dem Hara, mit dem Herzen und einen klaren Kopf hat. Und das ist, glaube ich, dann unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist. Diese weibliche Energie, diese Verbundenheit, ja, mit diesen Energiezentren, mit diesen Qualitäten, aber auch mit dem Ganzen. Diese Verbundenheit, genau das braucht es. Das wäre Und ja sowieso eine weiterführende Idee oder Theorie, aber wir wollen es ja heute nicht zu fachlich machen, inwiefern es ja auch um die weibliche Energie geht, die Männer entwickeln, auch eine männliche Kraft, die die Frauen entwickeln. Ich kann mich erinnern, wir standen da auch beide drin. Und nachzulesen natürlich in unserem Buch, ohne die ganze Aufstellung jetzt zu erzählen, es ging schon um diese Standhaftigkeit, diese Krisen und das, was da alles,
kann man ja höchst unterschiedlich interpretieren, aber geht ja im Moment so weiter. Eine Krise folgt der anderen und dass es dann eine hohe Standfestigkeit braucht und auch Klarheit. Und was wir uns halt immer getraut haben, war Fragen zu stellen. Wir haben halt nicht nur gesagt, okay, wir lesen die Zeitung und die wollen uns dann schon erklären, was wir zu machen haben, sondern wir haben halt selber geforscht und Fragen gestellt. Und das war immer eine Qualität auch von uns und auch von unserem Team. Ich erinnere mich gerade auch nochmal dran, um auch mal den Übergang jetzt zu schaffen, was du so entwickelt hast. Die Aufstellungsabende sind ja eigentlich eher durch einen Zufall entstanden. Also wir wollten ja mal ein gemeinsames Wochenende machen und dann haben wir keine freien Wochenenden gefunden, weil die alle irgendwie mit irgendwas belegt waren. Und dann haben wir mit diesen Aufstellungsabenden angefangen, haben glaube ich die ersten zwei Aufstellungsabende gemacht und hatten dann gleich eine Warteliste. Konnte auch keiner sagen, was daraus entsteht. Und dann haben wir aber irgendwann auch wirklich mal differenziert, weil wir so die Idee hatten, Mensch, die beiden Pole, mal Männer unter sich oder Frauen unter sich, Männeraufstellungen zu machen, wo die Männer unter sich sind, Frauenaufstellungen zu machen, wo die Frauen unter sich sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in die Männeraufstellungen nie eine Kontinuität reingebracht, weil halt doch in Summe immer mehr Frauen auch in Nürnberg am Institut waren. Aber du hast ja doch diese Frauenaufstellungen jetzt mittlerweile, glaube ich, schon seit Jahren und sehr kontinuierlich angeboten. Und ich wollte mich einfach nur mal hinten reinsetzen und zuschauen, was die Frauen da so machen an einem Abend. Aber das wurde mir verwehrt. Ich war da nicht zugelassen als Mann. Also insofern kann ich ja heute noch mal fragen, was entscheidet denn für dich, unterscheidet denn für dich so von der Qualität her so Frauenaufstellungsabende, wo jetzt nur die Frauen zusammenkommen, um an Themen zu arbeiten? Ja, was vielleicht noch wichtig ist bei den Frauenaufstellungen, es hat sich sehr schnell das rauskristallisiert, dass wir mit Archetypen arbeiten. Also mit archetypischen Kräften, das ist im Zusammenhang einer Rauhnächte-Begleitung entstanden, wo wir an 12 Rauhnächten jede Rauhnacht eine andere Archetypin, die Frauen begleitet. Was sind Archetypen und was sind Rauhnächte? Also dass man auch ein bisschen die Leute mitnehmen. Die Rauhnächte, ich sage es gleich nochmal, das ist sozusagen die stille Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Das ist eine Zeit, die in allen Kulturen übrigens begangen wird. Manche Rohatsu wird in dieser Zeit gemacht. Das ist so ein vertiefter Zen-Prozess in den Klöstern, einfach weil diese Zeit eine besondere Qualität hat. Es ist stiller, man hat eine tiefere Verbindung und man kann Verbundenheit eventuell intensiver erleben, wenn es einem gelingt, still zu werden. Und das war jetzt einfach so die Zeit, die wir gewählt haben. Und aus diesen Archetypinnen, die wir da entwickelt haben, wir haben die auch etwas übersetzt, Archetypenkräfte, das sind uralte Muster und Kräfte in uns, die im kollektiven Bewusstsein sind und damit auch in uns wirksam sein können. Es geht nur darum, sie zu aktivieren. Ein Beispiel jetzt im Juni ist zum Beispiel die Heilerin, ja, die Archetypin der Heilerin dran. Und ich mache da mit der Joyce zusammen Online-Aufstellung, wo wir ein ganz spezielles Setting entwickelt haben, dass man sich anschauen kann oder eben als selbst aufstellen kann. Und da sind einfach in der Tiefe Prozesse möglich, die, wo es manchmal schwer fällt, die in Worte zu fassen. Einfach weil diese Kräfte in uns etwas ganz tief berühren und Räume in uns öffnen und ein kreatives Potenzial. Also es melden uns die Frauen immer wieder zurück, obwohl es online ist. Es ist für mich auch eine interessante Erfahrung. Ich glaube, wir sind nämlich dabei, jetzt auch so eine neue Wahrnehmungsebene aufzumachen, die Verbindung, die Verbundenheit im Wir, auch im Internet zu spüren. Nicht nur in der Gruppe, wo es relativ leicht geht, sondern es auch in online geschehen zu lassen und da unsere Wahrnehmung zu vertiefen. Und
der Fokus dieser Aufstellung und dieser Arbeit überhaupt ist, dass Frauen einfach ermutigt werden, so ihre Qualität, ihre Kompetenzen, ihre Beziehungsfähigkeit einzubringen in ihrem Umfeld, in ihren täglichen Herausforderungen und so ganz aktiv den Wandel mitzugestalten. Glaubst du, ich muss das nochmal fragen, weil ich logischerweise bei noch keinen Frauenaufstellungsseminaren dabei war. Ich frage mich gerade, warum glaubst du, ist das so? Hat das was damit zu Weil tun? es ein geschützter Raum ist Okay. und ich glaube, das Gleiche passiert auch bei Also du Männeraufstellungen, meinst, wenn Männer weil und das so ein das, ich würde ganz es ja, ich würde es intimer, ja auch schon von geschützter Raum Gesprächen ist. bestätigen, wenn Männer unter sich sind, redet man vielleicht über Themen, das würde man nicht ansprechen, wenn eine Frau mit am Tisch sitzen würde. Und dann Ja. ist das bei den Frauen wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich Ja. ähnlich. Und wir kennen das ja auch aus den Kulturen. Früher haben die Frauen zusammen gefeiert und die Männer zusammen gefeiert, ja. Und aber im Bereich der Aufstellungsarbeit geht es eben jetzt, glaube ich, sowohl für die Männer als auch für die Frauen darum, kollektive Themen aufzuarbeiten Ja, über und die gleichzeitig aber Jahrhunderte. Wir auch wieder brauchen eine zusammen. neue Qualität. Aber gleichzeitig auch wieder zusammenzukommen. Also ich glaube, das ist Ja, schon wichtig, dass man das natürlich. versteht. Es Das geht ist jetzt nie nicht gegen darum, Männer nicht gerichtet. so feministisch die Frauen gegen die Männer oder die Männer gegen die Nein, Frauen, nein, nein. sondern das ist, man hat so seinen eigenen Raum, um sich was zu erarbeiten, aber dann ist Ja. auch die Begegnung auch wieder wichtig in dieser Ja, wenn Qualität. wir gegen die Männer wären, wären wir schon wieder im Dualistischen. Das ist Ja, nicht der Punkt, ja. sondern der Punkt ist, uns erstmal in einem intimen, geschützten Raum klar zu werden, über das Neue. Und das sind sehr subtile, sehr empfindsame Prozesse, wenn du die Heilerin in dir entdeckst, Heilkräfte oder sowas, was über die Jahrhunderte vielleicht verdrängt war, verschüttet war, da passiert ganz Ja, viel in den gerade bei Frauen. dem Thema würde mir ja auch einfallen, gerade, ich sage das ja manchmal selber so ein bisschen spielerisch, wenn wir in unseren Ausbildungen, wenn Menschen so mit ihrer Intuition, mit einer tieferen Ebene in Berührung kommen, sage ich ja manchmal auch, naja, früher sind für das, was wir hier machen, die Hexerinnen und die Hexer auf dem Scheiterhaufen Ja. verbrannt worden. Deswegen ist ja oft auch so eine Angst da, sich so der Intuition und der Sinnlichkeit da so zu stellen. Und wir haben dann gelernt, mit viel Kognition da sozusagen drüber zu gehen und orientieren uns lieber an irgendwelchen Führern, die den Menschen sagen, wo der Ja. Weg lang geht, statt zu mit unserer eigenen Macht oder Instanz da in Kontakt zu kommen. Und da muss man natürlich schon geschlechterspezifisch sagen, wahrscheinlich sind es mehr die Hexen gewesen, die am Scheiterhaufen verbrannt worden sind, also die Frauen. Und wahrscheinlich hat die Inquisition mehr aus Männern bestanden. Also das ist natürlich schon so ein historischer Blocker, der da vielleicht noch drin ist, ne? Natürlich, natürlich gibt's historische Machtverhältnisse, aber ich bin im Moment, stelle ich fest, dass sehr viele Schamanen und Schamaninnen wieder aktiv werden, die auch studiert haben. Also die dieses alte indigene Wissen mit dem modernen Wissen der heutigen Zeit verbinden und Formen finden, damit zu arbeiten. Warum passiert das? Ich denke, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Anknüpfen an dieses alte Wissen. Und matriarchale Gesellschaften, das ist ein großes Missverständnis, die waren nicht männerfeindlich. Die waren konsensusgeprägt. Da waren die Machtverhältnisse, nicht, dass die Frauen alles bestimmt haben über die Männer, das stimmt nicht, sondern die Gesellschaften waren frauenorientiert, das heißt, die Frauen, die gebärfähig waren und so weiter, die Fruchtbarkeit, es war in einem besonderen Fokus gestanden und die Natur, die Verbundenheit mit der Natur, das war ein ganz anderes Denken. Das war nämlich das Denken, dass du ein Teil von mir bist. Und wenn ich dann dem Mann was Schlechtes mache, tue ich ja einem Teil von mir etwas Schlechtes. Ja? Und genauso geht es um die Natur. Also das ist ein völliges Missverständnis,
dass das reine feministische, also kämpferisch gegen den Mann gerichtete Positionen waren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Was mir noch einfällt, so im Sinne von Weiterentwicklungen, weil wir haben natürlich gemeinsame Weiterentwicklungen gemacht, aber jeder von uns hat natürlich auch seine Spezialgebiete gehabt. Das denke ich, du wahrscheinlich von uns allen am meisten auch mit Kindern gearbeitet hast. Ich muss sagen, ich habe mich immer mehr in die Erwachsenenbildung, das habe ich immer irgendwie mehr gespürt. Ich habe ja auch keine eigenen Kinder, dann hat man vielleicht dafür auch nicht so diesen Zugang. Du hast ja eigene Kinder und ich denke, wir sind ja auch oft einfach auch Frauen gekommen, wenn es irgendwelche Probleme mit den Kindern gab. Und du hast ja, glaube ich, auch teilweise wirklich so Formate, auch Aufstellungsarbeit, immer mal wieder so gesagt, naja, wo ich dann sagen würde, naja, wenn ich möchte ja kein Kind vor die Gruppe sitzen, vor lauter Erwachsenen und das redet mit ihren Problemen. Hast du auch immer wieder gesagt, du hast eigene Zugänge geschaffen, wie man mit Kindern dann aber eben auch anders arbeiten kann. Ja, was mich vor allen Dingen interessiert hat, das ist auch auf dem Kompass die Körperebene, das ist ja so die frühe Ebene der Kindheit, wo man noch keine Worte hat für viele Prozesse, wo aber viel übernommen wird aus dem System. Und Kinder reden nicht über ihren Stress. Die haben oft keine Worte. Nicht, dass sie es nicht wollen, sondern dass sie es nicht können. Und da habe ich mit Kindern gemeinsam etwas entwickelt, weil auf der anderen Seite haben sie sehr viel Fantasie und Vorstellungskraft. Eine Reise ins intergalaktische Wurmloch zum Feuerdrachen. Und das sind Möglichkeiten, oder da habe ich gemeinsam mit Kindern Möglichkeiten entwickelt, Stress zu lösen. Da ist ein Kinderbuch draus entstanden, das hat 8 Jahre gedauert, bis es fertig war, weil ich die Bilder selber gemalt habe. Ich male nämlich auch ganz gern in Öl und kannst dir vorstellen, dass sowas dauert, wenn man mal so einen Feuerdrachen gemalt hat. Aber dass das Buch so lange gedauert hat, muss ich jetzt gestehen, war mir nicht bewusst. Ich habe Ja. mitgekriegt, dass du mal ein Jahr hattest, wo du dann immer wieder gesagt hast, ich habe jetzt keine Zeit, ich arbeite am Kinderbuch, so gut. Ja, Und warum aber muss das weißt du, bis Kinder, die aber dass das ganzen so Bilder lang, dass fertig das, waren und so, ja, ne? Das war einfach eine lange Zeit. Und bis dann auch diese Methoden habe ich dann mit den Kindern erarbeitet und ausprobiert und so weiter. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und damit wird auch, mit diesem Buch wird auch in der Kinderpsychiatrie in Wien zum Beispiel gearbeitet, ne? Und das sind einfach Dinge, wo Therapeuten eine Möglichkeit haben oder Eltern mit so einem Buch das als Unterstützung zu nehmen. Das tut nämlich auch den Erwachsenen gut. Das war ganz witzig. Damals habe ich dann so Reisen gemacht, wie so ein Raumschiff. Ich lieb halt solche Sachen. Und habe sie dann auf eine Raumschiffreise mitgenommen, den Enkel und die Oma und die Mama und so weiter. Und da hatten wir viel Spaß miteinander. Und der Fokus war aber immer, Stress zu lösen. Und je früher das anfängt bei den Kindern, dass sie lernen, eine Stresskompetenz zu entwickeln, umso besser. Jetzt bin ich auch noch so ein bisschen am Überlegen, sowas für Jugendliche zu machen, die ja wieder, also im jugendlichen Alter ist das Gehirn ja auch in so einem Umbauprozess. Da haben wir jetzt schon mal an der Schule auch so ein Projekt, da war auch der Bernd dabei, Samurai hoch 3 gemacht, ne? Wo wir mit Jugendliche sozusagen ausgebildet haben als Stresscoaches für ihre Mitschüler. Und sowas will ich eventuell auch noch mal machen als vielleicht als Comic. Ich weiß es noch nicht genau, welche Form es hat. Vielleicht müsste es eher ein Film oder Audiobook oder sowas sein, oder ein Comic eben. Mal schauen. Ein bisschen ist bei unserem Team immer die Problematik. Ich glaube, wir sind alle so hochkreativ, jeder für sich und miteinander
gemeinsam, dass immer das Gefühl da ist, es ist zu wenig Zeit, die Dinge umzusetzen und dann auch entsprechend bekannt zu machen. Insofern ist es jetzt, ist es, kann es jetzt nicht die Aufgabe sein, eines Interviews in einer Stunde alle Themen wirklich in die Tiefe zu erklären. Aber zumindest so einen kleinen Überblick soll es ja doch mal geben. Also mir ist ja eingefallen, ich hatte letztens mal Zahnprobleme, da habe ich mir eine Sitzung von dir geben lassen mit der Zahnkinesiologie. Also auch das ist mal etwas, wo du mal eine Zeit lang dich intensiver beschäftigt hast. Und ich glaube, jetzt gibt es im Moment auch wieder so ein aktuelles Thema, was dich umtreibt. Und ich ungehe, es wird nicht das letzte Thema gewesen sein. An was arbeitest du im Moment gerade neu? Ja, jetzt? Im Moment interessiert mich sehr die Natur, weil ich der Meinung bin, wir brauchen wieder eine stärkere Verbindung zur Natur, um uns weiterzuentwickeln, um uns als Teil von der Natur zu verstehen. Und da habe ich jetzt über eine Klientin, die Freundin geworden ist von mir in Österreich. Die ist Apothekerin und interessiert sich auch sehr für Pflanzen und hat da auch viel Wissen. Da haben wir uns zusammengesponnen und daraus ist Kräuterspiritz entstanden. Das heißt, wir informieren über die Anwendung von Kräutern, aber auch den emotionalen Aspekt, wie sie auch in emotionalen Prozessen unterstützen können, bis hin zu spirituellen Prozessen. Und das ist auch eine Sache, wo das Systemische mit einfließt, das Reinspüren, wo wir so Neuland betreten und jetzt einfach ein bisschen spielen, und es macht uns ganz viel Spaß. Das Problem ist, der Tag hat nur 24 Stunden. Genau, genau. Und ich sitze auch gern mal in meinem Garten und mache gar nichts. Ja, von daher muss ich immer wieder meinen Fokus setzen. Im Moment schreibe ich noch an einem Buch zusammen mit Joyce über die Archetypen, über die weiblichen Archetypen, um die auch ein bisschen genauer zu beleuchten. Da haben wir auch Aufstellungen mit denen gemacht und die sind auch da mit drin, weil wir das auch mehr so als eine Forschungsarbeit verstehen. Und da sind wir jetzt schon ziemlich weit. Das wird vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden. Also ich denke, man muss auch immer dazu sagen, aus diesem Team von 4, 5 Personen, die da mal angefangen haben, dadurch, dass wir ja 500 Menschen ausgebildet haben. Es gibt ja die ILLA, die integralen Lebensarchitekten, als unseren Verein, wo wir sozusagen auch die Absolventen von uns ja vernetzen oder alle, die ein ähnliches Denken oder ähnliche Arbeitsweise haben. Und es sind auch nicht alle, mit denen wir schon mal in Projekten zusammengearbeitet haben, bei uns im Verein sozusagen mit drin. Also es ist natürlich mittlerweile ein viel größerer Kreis an Personen, vielleicht sogar größer von der Vernetzung, als uns manchmal so bewusst ist, weil gerade in den letzten 2 Jahren hat sich ja vieles aufs Online verschoben und man ist gar nicht mehr so persönlich zusammengekommen. Irgendwo habe ich dann auch intuitiv als Hintergrundbild für diese Reihe, ich denke, ich werde das beibehalten, so diese Weltkugel. Zum einen haben wir ein Kugelmodell in der inneren Form, ein Weltkugelmodell, aber zum anderen drückt das vielleicht auch so diese Vernetzung aus, aber irgendwo auch dieser Forschergeist, die Weiten des Weltalls, und dass das, glaube ich, schon auch ein Lebenswerk für uns alle ist, die da an diesem Prozess beteiligt sind. Ja, ich bin ja auch Vorsitzende von den integralen Lebensarchitekten, wobei der Titel ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber was mir eigentlich so wichtig ist an der ganzen Geschichte ist, dass wir so viel wunderbare Ausbildungsteilnehmer haben, die so tolle Qualitäten und Potenziale haben. Und es ist einfach wunderbar, wenn sie die in die Welt bringen und ihre Potenziale auch damit nutzen, den Wandel zu unterstützen. In den Bereichen, in denen es ihnen Freude macht, die sie begeistern. Und das ist auch so ein Punkt, der mir wichtig ist. So arbeite ich jetzt zum Beispiel mit Michael Haas aus Österreich zusammen. Wir machen gemeinsam so eine Archetypenbegleitung durch das Jahr. Der kommt übrigens auch aus dem Businessbereich. Und da spielt so das Thema Mann-Frau
eine Rolle, männliche und weibliche Seite der Archetypen oder also eine Halbjahresbegleitung, Zeit für gute Entscheidung, die jetzt gerade läuft. Beides online, haben wir auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und jetzt mit Waltraud, also mir ist es einem, und mit Joyce, die Archetypenarbeit, also mir ist es einfach wichtig, mich mit Menschen zu vernetzen. Ich habe nicht mehr so viel Spaß dran, Dinge alleine zu machen. Das ist mir oft zu dröge. Es ist viel inspirierender, viel belebender, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und neulich haben wir bei mir im Institut Schöllkrautsalbe fabriziert und wir hatten so einen Spaß dabei. Der Spaß ist ja auch wichtig, gerade in der Ja. momentanen Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt die Reise, immer eine Reise gemacht von der Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft. Hast du noch einen abschließenden Gedanken, sei es die Zukunft betreffend oder so tagesaktuell? Ich glaube, es war jetzt eh viel Inspirierendes dabei und wir haben doch viele Themen einfach nur mal so kurz angeschnitten. Irgendwas so als Botschaft, was du noch so mit reingeben möchtest. Ja, ich möchte dir einfach danken, Peter, für den frischen Wind, den du auch immer wieder reinbringst. Und ja, dass wir auch gemeinsam schwierige Zeiten überstanden haben, wie jetzt zum Beispiel Corona-Zeit, und da auch immer Unterstützung da war, auch ganz praktische Art. Das ist, finde ich, was sehr Wertvolles, ja. Und diese Verbundenheit trägt uns. Die trägt uns einfach. Und das finde ich wertvoll. Und darauf sollte man auch mehr achten. Weil die Veränderungen geschehen meiner Meinung nach im Kleinen. Zumindest ist das der Bereich, wo wir etwas verändern können. Und dann gibt es irgendwann mal so einen Kipppunkt und dann wird es eine Veränderung im Großen. Wie jetzt auch Bernd in seinem Video gesagt hat, früher hat man über Zen-Meditation ja nur unter vorgehaltener Hand geredet. Heute gehört schon praktisch zur Bewerbung dazu, ja, dass man auch eine Ahnung in so einem Bereich hat. Da ändert sich etwas. Und diese Änderungen gehen nicht immer so abrupt und schnell, die gehen oft schleichend, so gerade diese grundlegenden Werteveränderungen gehen oft schleichend. Und mein Fokus ist auch sehr stark die Unterstützung von Menschen auf ihrem Weg. Das ist nicht einfach im Moment, das schüttelt uns alle, nicht nur die Welt, sondern auch wir werden ganz gut durchgeschüttelt damit. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es die Online-Sendung gibt. Also man kann jeden Montag um 18:50 Uhr online kostenlos an der Meditation teilnehmen. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Da sind auch Menschen aus Österreich, aus der Schweiz und natürlich hier aus Nürnberg dabei. Einfach viele Formen der Verbundenheit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Sehr gut, vielen Dank. Ich danke dir für dieses lebendige und inspirierende Gespräch. Danke.